So, hallo im achten Installment des Java Tutorials. Heute werden wir etwas über objektorientierte Programmierung lernen und was man damit tut, was sie bringt und solche Sachen eben. Und dazu werde ich ein Beispiel machen anhand eines Paketversands oder beziehungsweise Post. Und ich werde beginnen, indem ich eine neue Klasse erstelle mit dem Namen Paket. Dieses Klasse-Paket bekommt eine Property. Das ist eine Klasseneigenschaft, die zeichnet jede Klasse aus. Und die lautet String Bezeichnung. Eine weitere mit dem Namen Integer. Gewicht und String Zieladresse. Gut wäre auch das zu sortieren nach Dateityp und ich werde die alle mal public machen, um besseren Zugriff dazu darauf zu gewähren. Und um jetzt eine Klasse objektorientiert nutzen zu können, um sie als Objekt nutzen zu können, muss ich sie erstmal mit einem Konstruktor implementieren können. Das stellen wir an, indem wir public schreiben und danach den Namen der Klasse, in dem Fall Paket, und die Parameter, die beim Erstellen übergeben werden sollen, nämlich String B, String Z und Int G in diesem Fall. Damit kann der User dann beim Erstellen des aktuellen Paketes eben die Werte übergeben, die dann gesetzt werden sollen. Also werde ich die jetzt dann hier in Konstrukte setzen müssen, nämlich this.bezeichnung ist gleich b, this.zieladresse gleich z und this.gewicht gleich g. So, jetzt kann ich mir hier in der void main Methode die mein Paket initialisieren, indem ich schreibe Paket. P1 ist gleich new, das ist das Schlüsselwort zur Initialisierung von etwas, und Paket. Das soll jetzt eine Bezeichnung bekommen mit zum Beispiel Versandhaus XY, Zieladresse, Straßen, Gasse 1 und Gewicht. 50 Kilo oder 40, vertippt, wurscht. Und damit habe ich jetzt ein Paket initialisiert mit meiner eigenen Klasse. Was das jetzt gemacht hat, ist, es nimmt diese Klasse, die ich erstellt habe, als Objekt und ich kann dieses Objekt dann initialisieren und eine neue Instanz dieses Objekts erstellen. Und dieser Teil. Okay, das mit Pointer und Heapstack spare ich mir für wann anders, aber habe hier eben das P1 jetzt initialisiert mit den Werten Versandhaus XY, Straßengasse 1 und einem Gewicht von 40. Ich kann auch ein weiteres Paket erstellen von Versandhaus AB, die Gassenstraße 1. Und ein Gewicht von 20 Kilogramm. Weiters kann ich jetzt machen im Paket, in der Paketklasse, eine Void oder eine, in diesem Fall eine Funktion, public string to string. Da brauche ich keine Parameter. Und die braucht noch einen Rückgabewert, nämlich Return Lieferung an plus Zieladresse, this.Zieladresse plus Strichpunkt Bezeichnung, ach Gott,
plus Bezeichnung plus Strichpunkt plus Gewicht. Das gibt mir eben den String zurück und das ist auch eine Override in dem Fall. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel machen System out println p1.toString. Dann sollte er mir das zurückgeben, was er auch tut. Lieferung an Straßenstraße 1, Versandhaus XY 40. Ja, stimmt so. Und das kann ich ihm dasselbe auch mit Paket 2 machen. Und habe dann zwei Angaben. Und so erstellt man auf jeden Fall eine Klasse mit Properties, also Klassen-Properties, dem Konstruktor und einer Klassenmethode. Das war der erste Teil des achten Installments und ich werde euch beim zweiten sehen. Tschüss.